Spektakulär. The Mundorgel Project, die kommen dann nachher natürlich nochmal wieder. Jetzt machen wir aber erstmal weiter mit dem Fußballbuch des Jahres. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Preis ist von Easy Credit dotiert mit 5000 Euro. Und das Buch des Jahres, das ermitteln wir folgendermaßen. Es gibt 11 Jurorinnen und Juroren und jeder dieser Juroren schlägt einen Titel vor. Dann wird abgestimmt und das Buch, das die meisten Punkte bekommen hat, das wird dann der Sieger. Und das Bemerkenswerte ist, in dieser Kategorie, da gibt es einen, der hat ein unglaubliches Näschen für gute Bücher. Er heißt Ludger Schulze und er hat nicht nur im vergangenen Jahr den Sieger vorgeschlagen, sondern in diesem Jahr schon wieder und davor auch schon. Und man fragt sich langsam, wie macht der Mann das? Auf jeden Fall kommt er jetzt erst einmal zu uns, denn die Tradition möchte es, dass der, der den Sieger vorschlägt, dann auch die Laudatio hält. Herzlich willkommen, Ludger Schulze. Ja, Herr Schulze, da muss ich Sie gar nicht groß vorstellen, weil Sie gehören mittlerweile hier zum Inventar, früherer Ressortleiter von Sport bei der SZ. Und ich stelle die Frage jedes Jahr und ich weiß, in diesem Jahr haben Sie sich darauf vorbereitet. Wie machen Sie das? Ich weiß es nicht. Zu mir hat ein Freund gesagt, wenn du schon so schlau bist und weißt, wie man gute Bücher schreibt, schreib einfach einen Bestseller. Und? Aber ja, bin zu faul. Ich habe gedacht, dass es vielleicht gar nicht so einfach ist, so einen Bestseller zu schreiben. Das stelle ich mir auch so vor. Ich habe früher mal Bücher geschrieben, aber das ist mir so anstrengend. Ja. Ja, weil man geht damit abends ins Bett und wacht morgens damit auf und ist so, also. Bücher lesen ist ja auch schön, das haben Sie auch getan. Und Sie haben, glaube ich, viele tolle Bücher in dem Jahr gelesen für diesen Fußballpreis. Auch abgesehen von dem Sieger, auf den Sie gleich die Laudatio halten werden, gibt es einen unter den 11 Nominierten, zu dem Sie noch ein Wort sagen wollten. Ja, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, ein Fußballbuch, das aber eigentlich ein Buch über die Liebe ist. Und zwar über die Liebe eines Vaters und eines Sohnes. Der Sohn ist Asperger-Autist und die beiden begeben sind seit gut 10 Jahren auf der Reise und suchen einen Lieblingsverein für den Jungen. Das ist natürlich schwierig, er kann sich nicht entscheiden, weil er hat ja noch nicht alle Vereine gesehen. Mhm. Und das wird eine unendliche Geschichte werden und die ist dermaßen humorvoll, traurig auch an bestimmten Stellen. Also ein ganz, ganz wunderbares Buch, das ich unglaublich gerne gelesen habe und dem ich den Sieg genauso gegönnt hätte. Wie heißt es denn? Das ist von Mirko von Jutatschenko und seinem Sohn und heißt Wir Wochenendrebellen. Und die Wochenendrebellen sind heute auch hier. Vielleicht zeigt ihr euch mal ganz kurz, winkt doch mal. Wo seid ihr? Ah, da. Da oben, hallo. Herzlich willkommen. Also, dieses Buch dringend lesen und kaufen und den Sieger natürlich auch, aber vorher haben wir die Laudatio. Ludger Schulze, das dürfen Sie mir geben. Verehrte Zuhörer, halt da. Ja, verwirrt in dem Alter. Verehrte Zuhörer, lieber Christian Eichler, die Regie hat mir dringend nahegelegt, ich solle mich kurz fassen. Also wende ich mich schnurstracks dem heutigen Preisträger zu. Abgesehen davon, dass er unserer Akademie als Chef der Jury für den Fußballspruch schon seit 2006 angehört, ist Christian Eichler nebenbei auch noch Redakteur und Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen. Dahinter steckt also ein kluger Kopf, aber dieser hier verfügt noch dazu über ein ganz erstaunliches Wissen in allen Bereichen des Sports und darüber hinaus. Und unter den guten Sportschreiber dieses Landes gehört er zweifellos zu den edelsten Federn. Das hat vielleicht damit zu tun, dass er sich in seinem früheren Berufsleben als Bibliothekar im Bonner Finanz- und Verkehrsministerium das Rüstzeug geholt und mit Sprachwitz und flotten Formulierungen vertraut gemacht hat. Ehe er dazu überging, der Einfachheit halber, die Bücher selbst zu schreiben. Eng verknüpft mit Christian Eichlers Schaffen ist seine Herkunft. Er stammt aus Wanne-Eickel. Wanne-Eickel liegt unweit von Gelsenkirchen-Schalke, mitten im Ruhrgebiet, im sogenannten Pott. Menschen aus dem Pott gelten allgemein als umgänglich
humorvoll, frei von Shishi und Tralala, meinungsstark, grundehrlich und sehr direkt. Glauben Sie mir, ich komme selbst aus der Gegend. Christian Eichler besitzt etliche dieser wunderbaren Eigenschaften, aber das Raubauzige, das vielen Leuten dort anhaftet, fehlt ihm gänzlich. Und seiner Schreibe glücklicherweise auch. Im Ruhrgebiet ist der Fußball zu Hause. Sobald ein Kind dort halbwegs auf eigenen Füßen stehen kann, pflegt es schon, gegen den Ball zu treten. Früher geschah das meist auf staubigen Ascheplätzen, weshalb man Fußballer aus dem Pott in der Regel an den mit schwarzem oder rotbraunem Granulat vernarbten Knien erkennen konnte. Ich erspare es Christian Eichler zum Beweis, die Hosenbeine hochzukrempeln. Klar ist jedenfalls, wer in dieser Region mit dem Fußball in Berührung kommt, hat eine intensive, gleichermaßen romantische wie pragmatische und keinesfalls schmerzfreie Liebesbeziehung zum Fußball. Eichlers Texten merkt man an, dass er genau verstanden hat, was den Fußball im Kern ausmacht, nämlich Widersprüchlichkeit und Unberechenbarkeit, Drama, Jubel, Trauer. Im Fernsehen treiben heutzutage ganze Volksstämme sogenannter Experten ihr Unwesen, die einem wortreich haarklein und mit Hilfe von unsinnigen Statistiken erklären, dass es nur diesen einen, nämlich ihren Weg gibt, um im Fußball zum Erfolg zu kommen. Schenken Sie diesen Leuten keinen Glauben. In Christian Eichlers Buch 90 oder die ganze Geschichte des Fußballs in 90 Spielen, das wir heute zu würdigen, die Ehre haben, hingegen steht die ganze Wahrheit. Zum Beispiel, dass man auf die unterschiedlichsten Arten gewinnen kann. Variabel über die Flügel, stur durch die Mitte mit viel Ballbesitz, mit Verzicht auf den Ball, mit Klein-Klein à la Barça oder fantastischen Weltraumpässen wie einst von Netzer, mit Stahlbetondefensive oder lustvoller Attacke, mit Eleganz oder brachialer Gewalt, mit Spielwitz oder blutigem Ernst. Das Buch ist eine aufregende Reise durch die wundersame Welt des Fußballs von den Anfängen im Jahr 1863 bis ins Jetzt. Damals, vor gut 150 Jahren, endete das erste Spiel nach den soeben im Londoner Pub Freeman's Tavern vereinbarten, großenteils immer noch gültigen Regeln zwischen Barnes und Richmond 0:0. Das Spiel war von solch sagenhafter Langeweile, dass wohl niemand darauf gewettet hätte, dass zu einem zweiten Spiel auch nur ein einziger Zuschauer kommen würde, geschweige denn, dass dies die Geburtsstunde eines weltumspannenden Massenfaszinosiums gewesen sein sollte. Später lernen wir William Foulkes kennen, genannt Fatty, den 130 Kilo schweren Torwart von Sheffield United, der nach dem englischen Pokalfinale von 1902 mit dem Schiedsrichter in einen so lebhaften Dialog trat, dass dem Referee nur die Flucht in den Besenschrank blieb. Unter den ebenso skurrilen wie geistreichen Geschichten ist auch das Finalspiel der madagassischen Meisterschaft von 2002 zwischen AS Ademar und Stade Olympique Le Mirne zu erwähnen, dass Ademar mit 149:0 gewann, ohne selbst ein einziges Tor zu schießen. Wenn Sie wissen wollen, wie das geht, fragen Sie den Autor oder besser lesen Sie sein Buch. Natürlich erzählt Eichler auch von den Spielen, die zum Kanon der Fußballgeschichte gehören, die jeder Interessierte bis ins Detail kennt. Vom Rahn müsste schießen, Wunder von Bern zum Beispiel und anderen WM-Endspielen. Vom Finale daheim, das für den FC Bayern zum Pompeji daheim wurde. Oder von diesem fulminanten Pokalfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln 1973, als Günter Netzer, wenn er nun schon mal hier sitzt, sich in der Verlängerung von der Ersatzbank erhob und ohne Einwilligung von Trainer Weisweiler mit den Worten "Ich spiele dann jetzt" selbst einwechselte.
und die Borussia mit einem der unglaublichsten Tore überhaupt zum Sieg schoss. Eichler gelingt es, all diese bekannten Geschichten auf völlig andere Art, mit frischen Bildern, aus neuen Blickwinkeln und mit unerwartet aus der Kulisse tretenden Darstellern zu erzählen. Aber es geht eben nicht nur um die heiteren und leichten Seiten des Fußballs. Auch sein Missbrauch durch die Politik wird thematisiert. Wer etwa Nikolai Starostin, bis heute der beste Fußballer Russlands, wegen des fingierten Verdachts eines Mordanschlags auf den Diktator und Massenmörder Stalin zu 10 Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, weil er für den falschen Club kickte. Oder weshalb das Siegtor von Pipo Rodriguez für El Salvador gegen Honduras einen 100-stündigen Krieg auslöste, der mit Propellerflugzeugen geführt wurde und 2000 Todesopfer forderte. Ob heiter, tragisch, kurios, blutig, dramatisch, läppisch, tödlich, surreal oder kriminell, jede einzelne dieser Geschichten ist es wert, erzählt und gelesen zu werden. 500 Seiten, die mit einer Enttäuschung enden. Mit der Enttäuschung, dass das Buch leider schon zu Ende ist. Glückwunsch dazu, lieber Christian Eichler, es hat der Richtige gewonnen. Das Fußballbuch des Jahres hat Christian Eichler geschrieben. Und dazu kommt bitte wieder Bettina Wasner-Weudrich von Easy Credit mit dem Max und mit der Urkunde. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich, Herr Eichler. Toll. Jetzt kriegen Sie als erstes mal ein Mikrofon, dann kriegen Sie von Frau Wasner-Weudrich den Max und die Urkunde. Wow. Super, vielen Dank. Toll, da stehe ich ja drauf. Nummer 18, Eichler. Toll, vielen Dank. Wollen Sie Klasse. Den für einen kleinen Moment abstellen, genau? Die Urkunde bekommen Sie auch noch, Dankeschön. Frau Wasner-Weudrich. Erstmal dürfen Sie gratulieren. Ja. Genau, es ist ja schwierig hier. So, hat die Jury einen guten Job gemacht, Frau Wasner-Weudrich? Ja, ich denke auf alle Fälle. Ich habe das Buch selber gelesen und es ist genauso, wie Ludger Schulze es beschrieben hat. Es ist eigentlich kein Fußballbuch, wie man sich das so vorstellt. Es ist eine großartige Erzählung von Geschichten, die der Fußball schreibt, mit Emotionen, mit Euphorie, mit Verzweiflung, mit Leidenschaft, also grandios. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch in diesem Jahr so großzügig unterstützen, diesen Buchpreis. Vielen Dank auch nochmal an Sie, Ludger Schulze, für die tolle Laudatio. Vielen herzlichen Dank. So, Herr Eichler. Sie haben vor 3 Jahren schon mal den 2. Platz belegt, damals mit dem Buch 7:1, das Jahrhundertspiel. Und in diesem Jahr ist es also das Fußballbuch des Jahres geworden. Jetzt weiß ich, dass Autoren oft recht introvertierte, bescheidene Zeitgenossen sind, aber sie dürfen jetzt mal so richtig ausflippen, wenn sie wollen. Ja, ich finde das super geil. Also, ich meine, wenn man so ein Buch schreibt, das ist ja eine ziemlich einsame Arbeit. Also man sitzt da wirklich monatelang für sich und wie das schon beschrieben wurde, man geht damit zu Bett und wacht damit morgens wieder auf. Also in dieser Phase, wo man das wirklich dann weiterbringen muss, überlagert das alles andere, also das Privatleben, auch das sonstige berufliche Leben und so. Und wenn dann so ein Buch rausgeht in die Welt und dann, es wird auch bemerkt, es findet Leser und es findet dann so eine Resonanz, das ist eine super Belohnung und ein super Spaß. Aber was treibt Sie in den Monaten an? Ist es, dass Sie etwas zu Papier bringen müssen, dass Sie etwas veröffentlichen wollen? Was ist das, was einen Schriftsteller antreibt? Ich bin in erster Linie Journalist und als Tageszeitungsjournalist, das kennt jeder Journalist eigentlich, naja, man arbeitet für den Tag und am nächsten Tag ist es eigentlich vorbei, dann ist das, hat sich versendet, wie man, glaube ich, im Fernsehen sagt, oder es hat sich auch dann aufgelöst, das Papier in der Regel und auch die Erinnerung. Und so ein Buch ist doch was Bleibendes, das habe ich mehrfach festgestellt, dass Bücher, die ich geschrieben hatte, jahrelang später mir wie Kinder, die ich in die Welt gesetzt habe, irgendwo wieder begegnet sind. Irgendjemand, den man in der Welt trifft, kannte das Buch. Und das ist das Tolle. Und man kann auf eine ganz andere Art erzählen. Und das ist eigentlich das, was mir am Herzen liegt, über Fußball zu erzählen, weil der Fußball so viele tolle Geschichten hat. Ich habe die schon als Kind geliebt und ich liebe es, sie zu finden und sie neu zu erzählen und sie weiter zu erzählen. Nicht nur die Bilder, die der Fußball immer produziert, sondern wirklich die Geschichten, die jedes Fußballspiel hat. Da können Sie sich natürlich auch das Thema selber aussuchen bei so einem Buch. Im Journalismus werden Ihnen die Themen oft vorgeliefert. Aber war das etwas, was Sie schon immer mal machen wollten, dieses 90 Spiele? Nein, da bin ich so reingekommen, weil das kam
eigentlich die Keimzelle dessen ist, dass ich am 8. Juli 2014 in Belo Horizonte in Brasilien auf der Tribüne eines unglaublichen Fußballspiels saß, das jeder wahrscheinlich in Erinnerung hat, das 7:1 ausging. Und daraus erwuchs dann zusammen mit Stefan Ulrich Meyer, dem Lektor vom Drömer Verlag, dem ich hier danken möchte, der heute auch hier ist, die Idee, da über dieses eine Spiel ein Buch zu schreiben. Mhm. Und ich war erst skeptisch und fand dann aber immer mehr, dass es eine super Idee ist, ein einziges Spiel, das so außergewöhnlich war, von allen Seiten zu wenden und zu erzählen. Von Minute zu Minute, aber mit Rückblicken, Vorblenden und so weiter, mit den ganzen Nebengeschichten, die es hat. Und das hat dann so viel Spaß gemacht und so viel positive Resonanz auch gefunden, dass ich dachte, es gibt so viele andere schöne Fußballspiele und spannende Fußballspiele, deren Geschichten es nachzuerzählen lohnt. Und daraus erwuchs dann diese Idee, die dann natürlich nicht in dieser Breite jedes einzelne Spiel wie das 7:1, aber es spielt auch in diesem Buch dann am Ende das eine stimmt, Rolle. Aber es waren vermutlich schon 3 Milliarden Fußballspiele auf diesem Planeten. Wie geht man da vor? Das muss man ja dann irgendwie auf diese 90 reduzieren. Muss man reduzieren, ja. Ich meine, es gibt so Spiele, die hat wahrscheinlich jeder im Gedächtnis, das ist so eine Art Kollektivgedächtnis. Man hat etwas Gemeinsames erlebt, obwohl man an ganz unterschiedlichen Orten zu dem Zeitpunkt war. Das sind so Fußballspiele, wie 1982 Deutschland gegen Frankreich. Wir sind hier in Nürnberg. Soll ich mal einen kurzen Test machen, ja, bitte. Eichler? Ja. Wissen Sie noch, was am 29. Mai 1999 war? Legt sich eine spontane Ohnmacht. Ja, eine genau. Spontane Ohnmacht legt sich über den Saal. Das war, als Jan Arge Fjørtoft mit seinem 4000. Tor in einem Spiel den Club doch noch in die zweite Liga gebracht hat. Ich saß in Chicago und wurde von meinem Gatten, meinem heutigen Ex-Gatten, per Fax darüber in Kenntnis gesetzt, dass mein Verein jetzt leider nicht mehr im Fußball-Oberhaus. Es war grauenvoll. Dieses Spiel ist auch in dem Buch drin. Das ist auch in dem Buch drin, zusammen mit den anderen von dieser einmaligen Schlusskonferenz. Mhm. Ja. Ich habe das übrigens auch im Urlaub erlebt. Wir kamen zurück aus Elba mit kleinen Kindern auf dem Rücksitz. Und ich habe die ganze Zeit da so abgepasst, dass ich dachte, wenn die Schlussphase beginnt, muss ich im Bereich des deutschen Radios sein. Wir hingen in der Schweiz in einem Stau fest und so habe ich nur die letzten 8 Minuten oder so von dieser Konferenz live gehört. Und ich musste rechts ranfahren, weil ich sagte, ich kann jetzt nicht mehr fahren, weil ich kann das nicht verantworten mit 2 Kindern. Frau, Familie, ich war... Können Sie auch so herrlich fluchen dann? Nee, das kann ich nicht, ich war nur völlig erschüttert, also von der Dramatik dieses Ausgangs. Ihr Lieblingsspiel bis heute? Gladbach gegen Köln, 1973, mit Günter Netzer. Mit Günter Netzer. Genau, dem ich auch sehr herzlich danken möchte. Er hat mich so nett empfangen in Zürich, ich hatte ihn angerufen. Mhm. Ob wir für das Buch reden können. Super, haben Sie am Mann recherchiert quasi. All die Geschichten hart am Mann. Sehr wunderbar gut erzählt. Vielen Dank nochmal. Christian Eichler, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich möchte aber auch nochmal die Autoren Tobias Escher und Raphael Honigstein gerne erwähnen, die vielleicht einmal ganz kurz aufstehen, weil es gibt wirklich tolle Autoren, die wir in Deutschland haben. Auch Sie waren nominiert für diesen Preis und ich bin mir sicher, auch Sie hätten ihn verdient gehabt. Das ist toll, was Sie machen. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Christian Eichler. Ja, ich möchte noch einen Dank loswerden. Ja, klar. An meine Frau, die sich für Fußball nicht die Bohne interessiert, die es trotzdem schon ewig mit mir aushält, mit meinem total fußballverrückten Leben. Und wir könnten Ihre Frau mit meinem Ex-Mann. Gut, ja. Das wäre die Idee, oder? Nein, aber Sie wollten Ihre Frau grüßen, weil ich glaube, die hat da auch vielen Dank, Schatz, einen Anteil dran. Ist sie dabei? Nein, sie kann es nur auf dem Livestream sehen heute. Da ist sie. Dann nochmal da. Also vielen Dank. Schöne Schatz. Grüße. Tschüss. Vielen herzlichen Danke. Dank. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, Christian Eichler. Das ist Ihre. Vergessen Sie Ihren Scheck nicht. So, ich darf Ihnen außerdem noch sagen, es gibt ja eine traditionelle Siegerlesung dann immer mit dem Autoren, der das Fußballbuch des Jahres geschrieben hat. Und die wird stattfinden Anfang 2019 in Nürnberg. Dann ist Christian Eichler mit seinem Buch am Start.